Kehle, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Let's Play mit Tali. Ja, man sagt ja, Krieg, der ändert sich nie. Und wir haben eine Menge Spiele auf dem Spielemarkt, bei denen wir starke Soldaten oder starke Überlebenskünstler, die mit allen möglichen Waffen umgehen können, spielen. Aber die Entwickler von 11-Bit Studios aus Polen haben sich gedacht, was wäre, wenn wir ein Spiel machen, in dem es darum geht, die Zivilistenseite zu zeigen. Die Seite, die unter dem Krieg wirklich zu leiden hat, die sich nicht wehren kann, die mit Hunger, mit Kälte, mit Krankheit zu kämpfen hat. Und genau das haben sie getan und 2014 This War of Mine rausgebracht. Denn This War of Mine geht es genau darum, wir spielen eine Gruppe Zivilisten, deren einzige Aufgabe es ist, das Ende des Krieges abzuwarten. Und das ist alles andere als einfach. Und mittlerweile gibt es This War of Mine mit einem kleinen DLC noch, auch für PlayStation 4 und Xbox, glaube ich zumindest. Aber ursprünglich war das Ganze für PC vorgesehen. Ich habe schon mal reingeschaut, wir fangen jetzt aber sozusagen neu an, denn ich wollte mir zumindest mit der Steuerung einen kleinen Vorsprung verschaffen. Und wenn wir das erste Mal spielen, dann können wir das hier gar nicht auswählen. Wir können jetzt sozusagen unsere Startgruppe auswählen. Wir nehmen mal die vorgesehene Startgruppe mit Katja, Bruno und Pavle. Das sind sozusagen unsere drei Protagonisten, die jetzt am Anfang mit uns überleben, hoffentlich. Als der Bürgerkrieg ausbrach, dachten viele Leute, dass er nur ein paar Wochen andauern würde. Es dauerte Jahre, bis das Militär der Regierung endlich die Rebellen in der Hauptstadt eingekesselt hatte und all ihre Versorgungswege abschnitt. Die Zivilbevölkerung, die in der Stadt gefangen ist, leidet unter Hungersnot, Erkrankungen und Bombardierungen. Katja traf sowohl Pavel als auch Bruno noch vor dem Krieg. Sie ist eine Reporterin gewesen, während Bruno seine eigene Kochshow im Fernsehen hatte. Pavel ist der Star der lokalen Fußballmannschaft gewesen und sie hatten ihn einmal interviewt. Nun treffen sie sich unter vollkommen anderen Umständen, auf der Suche nach Lebensmitteln und Unterschlupf. Ja, das ist sozusagen die Vorgeschichte unserer drei Protagonisten, Pavel, Bruno und Katja. Alle haben unterschiedliche Fähigkeiten, auf die ich gleich eingehen werde. Ich muss jetzt schon direkt anfangen, weil nämlich eine Zeit abläuft, aber in der Zeit kann ich euch sozusagen alles erklären. Wir haben jetzt einen Unterschlupf erreicht und suchen jetzt erstmal den ab nach Sachen. Wir haben hier jetzt Kräuter gefunden, die dienen dazu, Kräutermedizin und Tabak herzustellen. Materialien, die dienen für alle möglichen Sachen, die wir bauen können. Zucker dient dazu, Schnaps herzustellen, und Holz ist natürlich auch ein Baumaterial. Wir nehmen natürlich alles und sehen jetzt überall in unserem Unterschlupf so Häufchen, und die werden wir jetzt zuallererst mal untersuchen, wobei wir hier gerade schon festgestellt haben, dass die Tür hier verschlossen ist, aber die da unten ist, glaube ich, offen. Oder fangen wir hier mal an? Habe ich sie nicht da drüben hingeschickt? Achso, ich habe Katja noch ausgewählt. Okay. Ja, hier haben wir jetzt nochmal genau dasselbe gefunden. Wir müssen natürlich auch unsere Crew auswählen. Diese großen Haufen da oben, die brauchen natürlich wesentlich länger, wenn wir das mit der Hand machen. So, jetzt haben wir hier einen Dietrich gefunden und ein paar Teile für mechanische Sachen. Mit dem Dietrich könnten wir jetzt
da oben die Tür aufbrechen. Wenn... Ja, genau. Ansonsten sehen wir oben links, es ist 20 nach 8 morgens, es hat 22 Grad, es ist also Gott sei Dank noch gar nicht kalt, denn das wird später auch noch ein Problem sein. Und wir haben da unten rechts die Bilder unserer Protagonisten. Katja kann gut feilschen. Bruno ist ein guter Koch, aber irgendwie leicht krank. Und Pavel ist ein schneller Läufer. Es ist entscheidend, dass wir uns an ihren Stärken orientieren. Dass wir zum Beispiel Bruno als Koch auch wirklich kochen lassen. Denn er benötigt, um eine Mahlzeit herzustellen, weniger Ressourcen, weniger Brennstoff und kann natürlich auch bessere Mahlzeiten herstellen. Während, wenn wir irgendwann in die Not kommen, dass wir mit jemandem feilschen müssen, nehmen wir Katja und Pavel als schneller Läufer. Sollten wir auch, wenn wir mal rennen müssen, laufen lassen. Wir finden in unserem Unterschlupf jetzt hier die nötigsten Sachen. So, hier können wir noch gucken. Wir sollten dann als nächstes natürlich auch schauen, dass wir die ersten Sachen bauen. Also zum Beispiel Betten, damit unsere Leute schlafen können. Eine Kochstelle, denn wir brauchen schließlich was zu essen. Und ja, das machen wir vielleicht jetzt direkt mal mit Bruno, der jetzt hier durch das Loch durchhüpft. Wir sehen schon, unser Unterschlupf ist relativ baufällig. Oder wir sehen jetzt hier erstmal die Werkstätte. Wir können ein Bett bauen, einen Stuhl, ein Heizgerät, das wir jetzt momentan, wo es warm ist, noch nicht brauchen. Ein Radio, mit dem können wir Nachrichten empfangen. Einen Herd. Ein Destillateur, mit dem wir Schnaps herstellen können, eine Metallwerkstatt, ein Regenwassersammelbecken, einen Filter, den wir für das Regenwassersammelbecken brauchen und Brennstoff natürlich. Ich denke, wir fangen jetzt erstmal an, indem wir ein Bett bauen. Das platzieren wir hier. Und unsere beiden anderen sind noch am Wühlen. Schließlich brauchen wir ja auch eine Möglichkeit, um uns sozusagen abends hinlegen zu können. Was mich etwas stutzig oder was mich etwas nervös macht, ist, dass Bruno, unser Koch, leicht krank ist. Wir haben noch keine Medikamente und wenn wir ihn zu sehr beanspruchen, dann kann das natürlich auch übel ausgehen mit der Krankheit. Also er kann natürlich auch schlimmer krank werden, wenn wir es nicht behandeln. Ich würde sagen, wir bauen jetzt noch eine Feuerstelle, denn Nahrung ist ja auch ganz wichtig. Und in puncto Nahrung werde ich es so machen, dass ich alle zwei Tage, wenn wir überhaupt Nahrungsmittel haben, meinen Leuten was zu essen gebe. Na toll, das da oben ist schon mal abgeschlossen. Denn wir müssen uns die Nahrungsmittel einteilen. Und ein bisschen hungrig ist okay. Also wenn sie einen Tag ohne essen, das können wir uns, glaube ich, ganz gut leisten. Jetzt haben wir unsere Kochstätte gebaut und können wir noch irgendwas bauen? Wir könnten noch ein Bett bauen oder schon mal Verbrauchsgüter. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Achso, wir können aus unterschiedlichen Sachen Brennstoff machen. Wir können Bücher verbrennen, wir können Holz verbrennen und wir können diese Materialien verbrennen. Von den Materialien brauchen wir vier, vom Holz nur eins und von den Büchern sowieso. Was ist denn sinnvoller? Holz brauchen wir relativ viel und von den Materialien finden wir relativ viel. Deswegen mache ich hier einfach mal vier Stück so. Und Katja hat da oben die Tür aufgebrochen. Das da unten ist auch abgeschlossen. Jetzt werden wir mal mit Pavel hier diese Tür noch aufbrechen. Und mittlerweile ist es schon 16:30. Es wird also schon langsam Nacht. Was kann denn Katja noch tun? Könnte da drüben anfangen, das wegzuräumen, ja. Und wir können natürlich unsere Werkbank auch upgraden. Dazu fehlen uns jetzt natürlich noch Teile. Denn dann können wir noch bessere Sachen bauen. Und da Bruno leicht krank ist, werde ich ihn mal
noch ins Bett schicken. Ach, die Tür scheint auch abgeschlossen zu sein. Na gut. Aber ich habe doch ein Werkzeug, oder hat das jetzt jemand anders schon benutzt? Okay, okay, okay. So. Ansonsten haben wir den Rest, bis auf die abgesperrten Sachen, schon durchsucht. Und können jetzt eigentlich nur abwarten, dass es jetzt wahrscheinlich bald Nacht wird. In der Nacht ist sozusagen die Zeit gekommen, in der man sich vor die Tür wagt. Denn wir können natürlich nicht uns in unserem Bunker verbarrikadieren, sondern wir müssen auch schauen, dass wir Lebensmittel, Materialien etc. aus der naheliegenden Umgebung holen. So, das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ich glaube um 8 Uhr, ja, tritt die Nacht ein. Jetzt sehen wir hier, dass wir die Nacht planen können. Wir können jetzt einen unserer Mitglieder zum Plündern schicken. Da lassen wir Pavel, der ist nämlich schneller Läufer. Da Bruno krank ist, lassen wir ihn schlafen und Katja soll Wache stehen. Wir können nämlich natürlich auch selbst überfallen werden und das ist natürlich absolut uncool. Jetzt müssen wir uns noch entscheiden, wohin wir mit Pavel gehen. Ob wir in ein ruhiges Haus, eine zerstörte Villa oder in ein verlassenes Haus gehen. Wir sehen hier hier rechts oben eine kleine Beschreibung. Das verlassene Haus. Eine Familie hat sich in dem Haus verschanzt. Plünderer konnten dennoch eindringen. Seitdem ist es verlassen. Wir könnten trotzdem Sachen finden, die die Plünderer übersehen oder zurückgelassen haben. Also da scheint niemand zu sein. In der Villa heißt es, dass einige Leute immer noch hier leben und sich den Widrigkeiten stellen. Sie müssen etwas Vorrat haben, Konservendosen zum Beispiel und vielleicht auch Bandagen und Medikamente. Oder ein ruhiges Haus? Diese Wohnsiedlung ist nahezu unberührt geblieben. Es ist eine ruhige Gegend, kleine Häuser mit Veranden, Gärten und Spielplätzen. Einige dieser Häuser sind noch immer bewohnt. Die Leute versuchen hier ein normales Leben zu führen. Und wir können in orangener Schrift sehen, was wir hier finden. Eine Menge Lebensmittel, Medikamente und Teile. In der Villa auch eine Menge Lebensmittel, eine große Menge Materialien, Medikamente, Waffen und Teile. Und eine Menge Lebensmittel im verlassenen Haus. Da wir jetzt noch völlig unbewaffnet sind, ziehe ich jetzt mal das verlassene Haus vor. Wir nehmen nichts mit. Unsere Sachen, die wir jetzt hier gefunden haben, bringen uns dabei sowieso nichts. Und hoffen, dass das Haus tatsächlich verlassen ist. Die Plünderer müssen es eilig gehabt haben. Hier sind immer noch eine Menge Sachen. Ja. Oha. Wir finden hier Pistolenpatronen. Die sind leider leer. Da müssen wir sozusagen erst wirklich noch Schwarzpulver und so weiter finden. Was mich irritiert, ist, dass hier an der Mauer Sniper steht. Vielleicht sind deswegen die Plünderer so schnell abgehauen. Wir sehen jetzt hier rechts, ist ein rotes Leuchten. Das zeigt an, dass da jemand läuft. Aber das scheint nur eine Ratte zu sein, ja. Ist die Tür offen? Sie ist von der anderen Seite verriegelt. Gut. Wir wissen natürlich nicht, wenn wir nicht durch die Tür gucken, was sich da so rumtreibt. Jetzt war es nur eine Ratte, das ist okay. Es könnten natürlich aber auch Menschen dort sein. Nicht alle Menschen sind einem sofort feindlich gesinnt, aber man sollte vorsichtig sein. Also in jeder Hinsicht. So, jetzt finden wir hier eine ganze Menge Holz. Das nehmen wir jetzt auch erstmal mit, aber die Teile lege ich mal ab. Und das und die Patronen lasse ich, glaube ich, auch erstmal zurück. Denn wir können natürlich auch an diese Stelle nochmal zurückgehen. Also wir müssen jetzt nicht alles mitnehmen. Aber es könnte natürlich sein, dass in der Zwischenzeit noch andere Leute kommen und das hier plündern. Wichtig wäre, dass wir Lebensmittel finden. Denn wir haben zu Hause nur Nahrungsmittel sozusagen. Okay, Zigaretten. Die sind natürlich für die Moral ganz wichtig, aber da überlege ich mir, ob ich nehme sie mal mit, aber eventuell lasse ich sie auch wieder zurück. Den ganzen anderen Mist, ach, nee. Nehme ich jetzt mal noch nicht. Wir haben eine Menge Holz. Und Bücher möchte ich ungern verbrennen,
aber die wären wahrscheinlich auch für die Moral nicht schlecht. Es ist nämlich auch ganz wichtig, dass wir die Moral oben halten. Das heißt, wenn wir ein Familienfoto mit den Eltern und ihren zwei Töchtern. Gut, dass die Mädchen nicht ihrem Vater ähneln. Er sieht wie ein Bär aus. Okay. Da ist mal ein Kühlschrank. Hoffen wir, dass da was drin ist. Ja. Wow. 5 rohe Essen und noch Gemüse. Ja, Wahnsinn. Das ist ja mal eine wahnsinnige Ausbeute hier. Gut, dass wir hier hin sind. So, jetzt lassen wir mal die elektrischen Teile noch weg. Denn die sind jetzt doch eher erstmal noch unnötig. Unsere Taschen sind schon voll. Okay, hier finden wir vor allen Dingen also noch Teile. Das sollten wir uns merken. Ja, also, was ich sagen wollte, es ist wichtig, dass wir die Moral oben halten, wenn wir also Dinge tun, also zum Beispiel auf Menschen treffen, die wir dann ausrauben oder die wir sogar angreifen müssen, dann ist das natürlich schlecht für die Moral. Allerdings kommt es dann auch noch drauf an, denn wie im echten Leben auch, manche, die sind da pragmatisch und sagen, naja, wir müssen hier überleben, wir können uns jetzt nicht erlauben, hier irgendwelche moralischen Wertungen zu vollziehen. Es geht ums Überleben und wenn wir jemandem das Essen wegnehmen müssen und er verliert gegen uns, dann steht sozusagen uns das Essen zu. Andere allerdings, die kommen damit nicht so gut zurecht. Das heißt, die sind dann traurig oder im schlimmsten Falle deprimiert. Und wenn wir sozusagen die ganze Zeit solche Sachen machen, dann erholen die sich auch nicht mehr. Und das kann dazu führen, dass sie sozusagen irgendwann unsere Siedlung verlassen oder eben auch Selbstmord begehen. Je nachdem, was wir uns da so alles erlauben. Gut, aber hier sind jetzt keine Menschen. Wir müssen also niemanden angreifen. Wir müssen niemanden bestehlen. Und haben trotzdem eine Menge Essen gefunden. Es war also eine sehr gute Entscheidung, hierher zu gehen. So, jetzt können wir noch hier in den Schrank. Ach, toll. Stundenlang da durchgewühlt und dann gar nichts gefunden. Eine Notiz. Am ersten Tag haben sie uns ausgeraubt. 2 Tage später haben sie unser Mädchen ermordet. Ich habe sie alle erschossen. Aber ich möchte die Waffe nicht mehr benutzen. Sie ist kaputt und hinter dem Haus vergraben. Der nächste Teil sieht zittrig aus. Wenn Sie das lesen, suchen Sie nicht nach mir. Okay. Also wissen wir auch, was mit der Familie hier passiert ist. Okay, es gibt hier sonst scheinbar eine ganze Menge Teile. Das Schloss reagiert nicht. Dann sind wir jetzt hier soweit fertig. Wir könnten jetzt noch die Waffe suchen, von der er gesprochen hat. Ja. Eventuell können wir jetzt das hier... Genau. Es sind nur Waffenteile und eine beschädigte Pistole. Die lassen wir jetzt hier mal vergraben, weil wir jetzt soweit nichts mehr mitnehmen können. Aber wir können uns merken, dass wir hier eine zumindest noch kaputte Waffe finden. Wir werden jetzt das Gebiet wieder verlassen, denn unser Rucksack ist voll. Mehr können wir nicht tragen und gehen in unseren Unterschlupf zurück. Heute Nacht habe ich sehr gute Beute gemacht. Seht mal, was ich bekommen habe. Ja, das sind... Die Nacht war ruhig, also wir wurden nicht angegriffen. Niemand wollte uns an unsere Sachen und Pavel hat einiges mitgenommen. Jetzt ist er natürlich hungrig und müde, weswegen er jetzt erstmal schlafen darf. Katja ist natürlich auch müde und Bruno ist immer noch krank und hat schlecht geschlafen. Na toll. Aber wir brauchen noch ein zweites Bett. Okay, aber den nächsten Part und den nächsten Tag und die nächste Nacht machen wir dann. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.